So, Frau Hagel, kommt, habe ich eben schon gesagt, gestern war schon der Name gefallen von Herrn Bosse. Und sehr interessant, dass es gibt an der TU Dortmund eine Fakultät für Rehabilitationswissenschaften. Das ist sicherlich etwas ganz Besonderes, dazu wird Frau Hagel aber was sagen. Frau Hagel ist ursprünglich gelernte Journalistin, Lehrbeauftragte, auch an der FH in Köln und mittlerweile fest angestellt als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fakultät für Rehabilitationswissenschaften und wird sich noch selbst etwas genauer vorstellen. Ja, vielen Dank an Ihnen. Einen schönen guten Morgen. Meine Aufgabe ist, Sie jetzt heute wieder sozusagen das Thema abzuholen. Ich muss sagen, dass ich das jetzt am zweiten Tag gar nicht so einfach finde. Also nachdem so viele Aspekte ja auch schon am ersten Tag angesprochen worden sind, die ich natürlich auch thematisiere. Ich muss auch zugeben, dass ich gestern auch über diesem einen Ohr sozusagen das gehört habe und gedacht habe, das habe ich ja auch und dann mein Vorhaben auch mal verändert. Zwischendurch gestern Nachmittag, aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sozusagen das nochmal einzuordnen. Und aus meiner Sicht und aus der Sicht von der Stelle, wo ich herkomme, sozusagen halt auch gerade Schwerpunkte zu setzen. Thema ist ja keine Inklusion ohne Medien. Ich habe mir vier Themenkomplexe vorgenommen, sozusagen das Thema so ein bisschen illustrieren. Ne? Keine Inklusion ohne Medien, das heißt, ich muss natürlich auch über die Potenziale für Medien, für Inklusion und Teilhabe reden. Es ist sicherlich sinnvoll, einen kurzen Blick darauf zu werfen, sozusagen wie Menschen mit Behinderung Medien denn auch tatsächlich nutzen, also wie das die ganzen Möglichkeiten auch ankommen. Das ist zum einen auch eine Begründung sozusagen, dass es ein Potenzial ist, zum anderen zeigt es aber ein bisschen auch Handlungsbedarf auf. Und ich gehe auf ein paar Beispiele, vor allen Dingen ein Beispiel sozusagen ein, wie es auch gehen kann, Teilhabe sozusagen durch Medien auch zu erlangen. Und schließlich fasse ich da dann ein paar Herausforderungen sozusagen für die inklusive Medienbildung zusammen. Wie versprochen, kurz ein paar Worte zu der Fakultät für Rehabilitationswissenschaften. Es ist in der Tat so, dass es einzigartig in Deutschland ist, also das ist die einzige Fakultät, die sich mit sozusagen den Belangen von Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Ansonsten sind das sehr oft Institute, die in erziehungswissenschaftlichen Fakultäten integriert sind oder aber in Bereichen, die sozusagen mit sozialer Arbeit meistens einfach Hochschulen ausgebildet werden. Bei uns studieren diejenigen, die den Namen Rehabilitationswissenschaften fehlerfrei aussprechen können. Zu 60% sind das sozusagen Lehramtsstudierende, die also Lehrämter für sonderpädagogische Förderung studieren und ungefähr 40% sind eben tatsächlich außerschulische fachliche Bereiche. Also alle Arbeitsfelder, die mit rehabilitationspädagogischen Anforderungen zu tun haben, Prävention, Gesundheitswesen, Sozial und eben Wesen und eben Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Sozialplanung, Sozialgestaltung und Ähnliches. Das Leitbild der Fakultät kennzeichnet sozusagen ja auch den Paradigmenwechsel, den mit der UN-GRK angestoßen wurde, der ja gestern auch schon eingeleitet worden ist. Also es ist sozusagen normal, verschieden zu sein. Es geht nicht um homogene Minderheiten oder Sondergruppen, sondern eben um den Menschen in seiner ganzen Vielfalt zu betrachten. Der ist eben nicht nur behindert oder nicht behindert, er ist auch geprägt von Geschlecht, von Alter, Fähigkeiten, Sprache, Herkunft, sexuelle Orientierung und in all diesen Prägungen erfährt er natürlich in seinem Leben auch unterschiedlich Behinderungen. Es geht darum, dass wir den Blick nicht vornehmlich eben auf Defizite richten, sondern eben sozusagen auf Kompetenzen und Ressourcen, die wir fördern wollen und wir wollen eben in den verschiedenen Bereichen und Systemen der Gesellschaft Teilhabe ermöglichen, sodass jeder Mensch tatsächlich Akteur seines eigenen Lebens sein kann. Also aktiv auch ist Empowerment sozusagen ist da ein wichtiges Stichwort. Das erwähne ich deshalb auch hier, weil es auch den Blick auf Medien und auf digitale Technologien, wie wir ihn werfen
bestimmt, also wie können digitale Medien einen Beitrag tatsächlich zur Teilhabe leisten. Wir haben, das war im Programm auch ausgeschildert, wir haben sozusagen neben den verschiedenen Lehrgebieten drei Forschungscluster gebildet und das Cluster, wo ich mitarbeite und das sozusagen hier für den Bereich ist, ist eben das TIP-Cluster, Technology for Inclusion and Participation. Das hat vier Schwerpunkte, Education, also welches Potenzial Technik und Medieneinsatz in der inklusiven Bildung hat. Communication ist es, da geht es darum, Lösungen zu finden, den vollen Zugang für Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen oder sozialen Benachteiligungen eben zu neuesten Techniken, Information, Kommunikation und Interaktion herzustellen. Daily Living, das ist das, was Frau Zorn ja auch mit erwähnt, ist das Living angestoßen hat, also wie können Technologien und digitale Medien dazu beitragen, Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags in der von ihnen gewählten Umgebung, das ist wichtig, auch bestmöglich zu unterstützen, weil sozusagen eigenständiges Leben können nämlich sehr gut durch Technologien unterstützt werden. Und ich glaube, da geht es sicherlich um die Chancen mit der Arbeitsplatzanpassung für Inklusion und soziale Teilhabe. Das umreißt auch schon ganz gut, sozusagen, welches Potenzial eben digitale Medien und Technologie für Inklusion und Teilhabe auch hat. Ja, es ist auch schon angesprochen durch Digitalisierung, ne, mit Informationen von Medien unabhängig, vom Medium unabhängig, ne, Multimedialität ist da das Stichwort und kann also so präsentiert werden, wie sie den Vorlieben und Fähigkeiten von Menschen auch entspricht. Bild, Text, Ton, die Art der Darstellung kann verändert werden. Also dadurch, dass es sozusagen gratis auch im Internet geben kann, sind die Informationen eben auch schriftlich. Zeitungen im Internet kann man sich eben tatsächlich auch vorlesen lassen. Fernsehfilme könnten mit Untertiteln oder eben auch nur Filmen, ne, sozusagen mit Audiodeskription angeboten werden. Und für viele Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung ist es tatsächlich auch wirklich eine große Erweiterung der Möglichkeiten, selbstständig sozusagen Informationen zu nutzen. Früher war es da vorgegeben, dass die Zeitung vorgelesen wurde, dass man sozusagen Workers hätte, die immer mit einer Auswahl waren von Bibliotheken und sowas abonnieren können. Content und gucken konnten. Das gilt zu assistiven Technologien, sage ich gar nicht, das haben Sie gestern schon sehr weit auch gehört, sozusagen, die den Zugang ermöglichen. Das gilt auch nicht nur für den heimischen Computer oder mobile Geräte, das gilt zum Teil auch für Außerhausaktivitäten, Teilnahme am kulturellen Leben. Zum Beispiel gibt es eben auch fürs Kino digitale, individuelle Lösungen, also sozusagen, dass nicht alle mit Filmen in Audio, mit Untertiteln gucken, sondern nur die, die es brauchen. Es gibt sozusagen im Kino ja Untertitelbrillen, Subtitlebrillen, die sozusagen die Untertitel in den Brillen projizieren oder Audiodeskription, die per Funkkopfhörer funktionieren. Das ist eine Technik, die das Kino vorhalten muss. Das kann sich nicht jedes Kino leisten. Deshalb gibt es auch solche Apps wie Greta und Stark. Das hat ja der Jan Nachmann, weiß ich nicht mehr, von dem Bericht gestern auch mal ganz kurz erwähnt. Das ist eine App. Stark ist eine App für Smartphone, die die Untertitel zugänglich macht. Und Greta macht Audiodeskription zugänglich. Das heißt, sie laden sich vor Kinobesuch den Film runter, also beziehungsweise die Untertitel für den Film runter oder die Audiodeskription für den Film, nehmen das Smartphone mit ins Kino. Wenn der Film losgeht, starten sie sozusagen die App, synchronisieren quasi ihre App mit dem Film und dann können sie eben per Kopfhörer die Audiodeskription hören oder aber die Untertitel auf dem Display lesen. Das mag vielleicht ein bisschen unbequem sein, ist aber eine große Möglichkeit, wenn man das gar nicht kann, eben auch ins Kino zu gehen, als ein Beispiel. Es gibt natürlich Zugang zu Informationen sozusagen, zur Kommunikation, soziale Netzwerke, Mail, Twitter, SMS und ähnliches erweitern die Kommunikationsmöglichkeiten für ganz viele Menschen. Das gilt für mobilitätseingeschränkte Menschen, das gilt aber natürlich auch für Leute, die verbal, sprachlich eingeschränkt sind, also sehr unsicher im Umgang ist mit Sprache, schätzt eben die Möglichkeiten von asynchroner Kommunikation. Es wird leichter, auch mit mehreren Menschen gleichzeitig zu kommunizieren. Das ist für Menschen mit Wahrnehmungsproblemen durchaus manchmal in der realen Situation eine Herausforderung, und Erfahrungen und Studien zeigen auch, dass es auch einfach
manchmal einfacher ist, Kontakt zu knüpfen. Auffälligkeiten in Bewegung und Sprache und Ähnlichem können ja eine Barriere sein, sozusagen tatsächlich erstmal mit jemandem in Kontakt zu kommen und der persönlichen Kontaktaufnahme bei diesen Mitteln fallen so Stigmatisierungseffekte erstmal weg. Und insofern kann es tatsächlich leichter sein, in Kontakt mit nicht mehr Menschen auch zu kommen. Eine Technologie, die sehr speziell ist, aber doch irgendwie eine ganz spannende Entwicklung, ist der sogenannte Laumhandschuh. Das habe ich auf dem Zukunftskongress der Aktion Menschen, der Anfang Dezember in Berlin stattgefunden hat, Frau Liemann hat ja gestern auch schon darauf hingewiesen, auf dem Kongress mitgekriegt. Also der Laumhandschuh ist entwickelt worden von Design Research der Universität der Künste in Berlin. Das richtet sich an taubblinde Menschen, also Leute, die weder sehen noch hören können und die kommunizieren, haben Sie vielleicht schon mal gehört, über das sogenannte Normalphabet. Das heißt, man tippt quasi in die Hände und da gibt es quasi ein Alphabet, je nachdem, wo man hintippt, buchstabiert man eben sozusagen Wörter. Das ist, hat natürlich die Krux, das können nicht so viele, vor allen Dingen eben sozusagen Taubblinde selber, Betreuungspersonen und Freunde und Bekannte. Dieser Normhandschuh ist eben ein sogenanntes Variable, ne, sozusagen eine Technik, die zieht man sich über. Die Fläche ist mit Sensoren gepflastert, das heißt, der Taubblinde kann darauf sozusagen buchstabieren. Und das, was er sagt, wird über, über eine App, über SMS, über E-Mail oder Sprachausgabe, so wie derjenige, der die Nachricht erhält, es eben wünscht, ne, und Nachrichten hat, übertragen. Und die anderen können genauso über die App dann eine SMS schicken, eine E-Mail oder sonst was. Oder was eingegeben über Sprachangabe und die Nachricht kommt über den Laumhandschuh wieder an den Menschen, an den Taubblinden. Also man kann auch kommunizieren, wenn derjenige nicht neben einem sitzt und einen in die Hand tippt. Und so kann man auch ins Internet gehen, sich Informationen übertragen lassen und sowas. Es ist nur eine ganz kleine Gruppe, weil es sind 3.000 bis 6.000 Menschen in der Bundesrepublik, die davon betroffen sind. Das ist aber für mich natürlich ganz enormer Fortschritt, weil es ganz enorm auch Kommunikationsmöglichkeiten tatsächlich erweitert. Und im Design Research Lab überlegen Sie auch gleichzeitig, wie man diese Entwicklung auch in anderen Zusammenhängen nutzbar machen kann. Und da denken Sie zum Beispiel an Arbeitswelt, also in sehr leisen oder sehr lauten Umgebungen kann es durchaus sinnvoll sein, Informationen und Kommunikation auch über taktile Informationen. Man kann nicht immer gleich ein Gerät in der Hand haben, je nachdem, wo man arbeitet, oder ähnliches kann es sein, sozusagen da zu kommunizieren oder Informationen zu übertragen. Also man hat da, denke ich mal, vielleicht ganz spannende Aspekte. Das zeigt sozusagen, Moment, der springt relativ schnell hier irgendwie. Digitale Medien haben eben tatsächlich ein sehr großes Potenzial, allen Menschen Zugänge und Teilhabe zu ermöglichen. Und vor allen Dingen dann, wenn man sie sozusagen von vornherein so gestaltet, dass sie eben tatsächlich für möglichst viele oder möglichst alle auch nutzbar sind. Das ist eben das Prinzip des Universal Designs, das hat Frau Zorn auch gestern nochmal ganz kurz angesprochen. Also so zu denken, ne, wie ist sozusagen Technik für alle zugänglich und machbar, bringt, glaube ich, auch einfach auch gute Ideen und führt dazu, dass eben Techniken auch sich den Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Und das ist eben für viele eine Notwendigkeit, für alle, aber denke ich mal tatsächlich auch ein Gewinn. Ne? Für wen kann man ja auf diesem Piktogramm sehen, dass das immer mehreren etwas bringt. Kurz zusammengefasst wurde ja gestern auch schon öfter mal angesprochen, also die technischen Voraussetzungen für eine barrierefreie digitale Welt sind im Prinzip gegeben und entwickeln sich eben durch die Beispiele zeitdauernd weiter. Sie müssen aber Techniklösungen und Potenziale erschaffen, schaffen alleine noch keine digitale Inklusion. Dazu müssen sie eben auch angewendet werden, man muss die Leute erreichen, denen sie auch nutzen. Und das Problem liegt eigentlich einfach häufig tatsächlich in der Umsetzung. Es gibt keine wirklich belastbaren Zahlen, was zum Beispiel die Anzahl von barrierefreien Webseiten gibt. Die Schätzungen sind aber tatsächlich eher deprimierend. Auch auf diesem Zukunftskongress der Aktion Mensch
hat Professor Wiesenberger, das ist der von der Universität Linz, ein Informatiker, der sehr viel im Bereich von barrierefreier Technologien, Technologien, assistiven Technologien, barrierefreien Webseiten und sowas arbeitet, hatte das so formuliert, sozusagen, im Prinzip, wir haben heute Barrierefreiheit, aber keiner geht hin. So, also die technischen Möglichkeiten werden tatsächlich oft nicht angewendet. Die BETV, die er unsuvergessen gestern ganz gut und ausführlich beschrieben hat, hatte in Wiesenberger die bestignorierteste Verordnung überhaupt, selbst in öffentlichen Webseiten, die, für die das eigentlich verpflichtend ist, ist der Anteil der barrierefreien Seiten, wirklich voll barrierefreie Seiten, tatsächlich noch überschaubar. Herr Rinsowater, das kann sich vielleicht auch beruhigen, aber eigentlich ist es natürlich ein Skandal, dass es so ist. Und da beginnt, denke ich mal, auch unsere Verantwortung, die wir im Bereich der Medienbildung, Medienpädagogik oder im Bereich Inklusion haben, das mitzugestalten und mitzuwirken, denke ich mal. Also neben gesetzlichen Regelungen und politischen Initiativen braucht es eben auch Bedarf sozusagen an gesellschaftlichen Engagement, der Lösung zu treiben, voranzutreiben und auch Druck auszuüben, sozusagen, dass diese Möglichkeiten auch tatsächlich angewandt werden. Ein paar kleine Beispiele, wie das aussehen kann. Es gibt seit ungefähr 6 Jahren sozusagen eine Meldestelle für digitale Barrieren. Die ist vom Aktionsbündnis für barrierefreie Informationstechnik, ABI heißt das, vor 6 Jahren ungefähr eingerichtet worden. Die ist auch unter Mitarbeit und Beratung von der Fakultät entstanden. Da ist vor allem Herr Bühler, Professor Bühler, der den Lehrstuhl für Repräsentationstechnik ist, sehr aktiv. Da kann man eben digitale Sachen, ne, digitale Barrieren melden auf Webseiten, auf Online-Formularen, bei Software, aber auch bei sozusagen digitalen Automaten, Fahrkartenautomaten, Geldautomaten. Also bei Fahrkartenautomaten können wahrscheinlich selber oft auch Barrieren melden. Die nehmen dann die Meldung entgegen, überprüfen Barrieren und setzen sich mit dem Anbieter in Verbindung und reden mit dem. Oft haben sie ja gar keine Handhabe. Wenn es nicht eine öffentliche Stelle ist, das sozusagen die dazu zu zwingen, aber idealerweise werden tatsächlich eben Lösungen entwickelt und Informationen auch wieder zurück an die Melder gegeben. Also es kann eine Möglichkeit sein, ein bisschen Druck auszugeben, drücken. Die ist relativ unbekannt, diese Seite, das kennt kaum jemand jetzt im Augenblick. Wir sind auch Projektstudiumsgruppe, um uns dabei zu überlegen, wie man das Ganze ein bisschen bekannter machen kann und vielleicht auch ein bisschen besser gestalten kann. Da was zu machen, weil da ist eben in der Tat noch Luft nach oben. Knoffel ist auch eine Initiative, das ist eine Arbeit, die ist im Rahmen einer Dissertation an der Fakultät entstanden. Das ist ein Plugin für Firefox, für Browser. Damit kann man sozusagen Zugang zu unverständlichen Textinhalten schaffen. Das ist so eine Art Mitmachwörterbuch, eine Community. Da kann man sich ganz einfach anmelden. Und Nutzer können zum Beispiel, wenn sie bei irgendeiner Seite in Firefox, meinetwegen tagesschau.de oder ähnliches, auf ein schwieriges Wort stoßen, können sie das ganz einfach markieren. Das wird dann gemeldet an diese Community und jemand anders erklärt es. Und zwar in Text oder in, sozusagen als Podcast, in Audio oder aber tatsächlich als ein kleines Video. Das ist alles eingebaut in die Seite, dass man das relativ schnell und einfach aufnehmen kann. Andere Leute können werten die Erklärung oder aber auch verbessern und eine Zusatzerklärung daran bieten. Und wenn Sie das nächste Mal den Browser aufmachen, erscheint sozusagen durch dieses Plugin die Erklärung auf der Seite der Tagesschau, ne, wo Sie die gefunden haben. Das ist auch eine gute Möglichkeit, sozusagen mit dem, damit umzugehen, mit dem Mangel, dass es so wenig Seiten in leichter Sprache gibt. Der Nachteil hierbei ist, die Anbieter merken davon gar nichts. Also die kriegen nicht den Druck, sozusagen, dass es viele Leute gibt, dass die Texte unverständlich sind und man vielleicht Erklärungen braucht. Auf die RealMap ist, der Mann von so behindert, ich weiß eben den Namen leider nicht, ja gestern auch schon eingegangen, die Hinweise brauche ich gar nicht mal näher erklären. Ich finde aber, es ist eben eine sehr gute Verbindung von digitalen Medien und Mobilität. Wie es funktioniert, wissen Sie ja, wenn Sie gestern Abend da waren. Herr Krauthausen, der von Sozialhelden das mit initiiert hat, hat auf der, das, auf der
der letzten Republika vorgestellt und hat erzählt, dass es sozusagen mit überall 430.000 Points of Interest, die da schon eingetragen wird, tatsächlich eines der weltweit größten OpenStreetMap-Projekte auch schon geworden ist. Also es ist sehr erfolgreich. Ich erzähle das auch deshalb, weil ich das eben auch ein wunderbares Mittel finde, um Bewusstsein zu schaffen dafür. Also nicht ein Hilfsmittel zu sein, sondern nachgucken kann, dass der tatsächlich auch schon gerecht, sondern dadurch, dass man auch einlädt zum Mappen, kann man natürlich auch ein Bewusstsein wirklich für die Notwendigkeit von Barrierefreiheit zu machen. So hat jetzt, letztes Jahr irgendwann haben wir zum Beispiel das Projekt Wie Map macht Schule ins Leben gerufen. Ich finde es eine großartige Idee, also sich in der Schule sozusagen anhand der Wie Map mit der Notwendigkeit von Barrierefreiheit auch zu beschäftigen und dabei auch gleichzeitig aktiv zu werden. Man geht durch die Gegend, merkt auch selber nochmal was, ist vielleicht, macht es zusammen mit Rollstuhlfahren, setzt sich vielleicht selber mal in den Rollstuhl und merkt halt sehr gut, was für Barrieren man hat und kann eben gleichzeitig auch noch was machen. Es gibt auch Social Mapping selbst für Unternehmen, ist auch eine großartige Idee, um da eben auch tatsächlich so ein Bewusstsein zu schaffen. Muss man ja nicht in der Schule machen, es kann ja auch sozusagen der Anfang, der erste Schritt sein. Mappen Sie Ihre Einrichtung, mappen Sie auch den Weg sozusagen, wie es zu Ihrer Einrichtung geht, die nächsten öffentlichen Verkehrsmittel, Haltestellen und Ähnliches, und schaffen Sie dadurch ein bisschen Bewusstsein. Die andere Aktion, die ist auch immer ganz kurz mal angesprochen worden, kennen Sie vielleicht, haben Sie schon mal gehört, auch von den Sozialhelden, ist leitmedien.de, also das ist eine Initiative, die sich eben mit den Medieninhalten, also dem Bild von Menschen mit Behinderungen in den Medien beschäftigt. Es richtet sich an diejenigen, die Medien machen, also Journalistinnen und Journalisten, aber durchaus nicht nur an Profimedien, jeder, der sich sozusagen Medienprodukte herstellt, auch Sie, auch Ihre Jugendlichen, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen, finden natürlich ganz viele Anregungen, quasi sich ein bisschen mit Klischees auseinanderzusetzen, die viele Leute immer ärgert, wenn sie sozusagen lesen, wie über Menschen mit Behinderungen berichtet wird. Sie leiden dann zum Beispiel und sie fesseln und enttäuschen, das kennen wir dann mittlerweile alles und so weiter. Also immer dieses Klischee zwischen Helden, ne, die tapfer ihren Alltag meistern oder leiden, irgendwie in Dunkelheit leben oder was auch immer. Also da wird kritisch Berichterstattung von Filmen über Behinderung und Menschen mit Behinderung beobachtet. Es gibt Tipps für die Berichterstattung, wie man Klischees vermeiden kann, aber auch Tipps zum Beispiel, wie man Interviews führt. Wie begegnet man eigentlich jemanden, der nicht sehen kann? Wie gibt man jemanden die Hand, wo man nicht genau weiß, wie man das überhaupt machen soll und sowas? Wie führt man Interviews? Was sollte man vermeiden? Also das ist durchaus eine interessante Seite, denke ich mal, auch für Sie. Das macht er jetzt immer schon von selber. Das leitet auch über zum nächsten Bereich sozusagen. Die Potenziale von digitalen Medien haben nämlich Zugang zu öffentlicher Kommunikation. Es ist eben so viel leichter geworden, selber sozusagen seine Meinung zu äußern und sich zu Wort zu melden, ein anderes Bild von Behinderung in die Öffentlichkeit zu tragen. Also, da gibt es ganz viele Blogs heute Nacht. Da ist ja auch eine Bloggerin da, die Ihnen ein bisschen was zu dem Thema auch noch mal sagen wird, die auch, glaube ich, ganz spannend und interessant zu lesen sind und sich eben mit dem Thema, mit den herrschenden Bildern und anderen Bildern auseinandersetzen. Und das ist ja eben, ne, wurde auch schon oft gesagt, eine Aufgabe von Medienbildung und Medienpädagogik, da ein anderes Bild entgegenzusetzen und idealerweise eben nicht nur über, sondern mit Menschen mit Behinderung zusammen. Also wenn man das ein bisschen zusammenfassen kann, quasi welche Chancen Empowerment mit Medien sieht, kann man sagen, auf der individuellen Ebene sozusagen, trägt das natürlich wirklich zur Persönlichkeitsbildung, zur Persönlichkeitsentwicklung zusammen. Man kann Selbstbewusstsein erkennen, man kann neue Handlungs-, Kommunikations- und Erfahrungsräume erobern, gruppenbezogen heißt es, man kann neue Kommunikations- und Interaktionszusammenhänge zum Beispiel in Form eben von kooperativer Medienarbeit erreichen und sozial strukturell ist es eben die aktive Teilnahme am Kommunikationsprozess. Ja, und wie nutzen Menschen mit Behinderungen die Medien? Das habe ich ja quasi als Punkt angekündigt, da muss ich aber als erstes sagen, wir wissen es nicht so genau, aber es gibt tatsächlich keine belastbaren Daten
oder repräsentativen Daten, wie Menschen mit Behinderung Medien, digitale Medien tatsächlich nutzen. Das ist ein, könnte man zu den Forschungsresultaten, die Frau Zorn gestern aufgezählt hat, auf jeden Fall noch dazu legen. Das ist etwas, wo es eben tatsächlich Forschungsbedarf gibt. In allgemeinen repräsentativen Studien wird das Merkmal Behinderung nicht erhoben. Jim, Kim und Finn und sowas kennen Sie natürlich alles, wenn Sie medienpädagogisch arbeiten, liegen ja auch draußen oder die Massenkommunikationsstudie, ARD, ZDF Online-Studie, alle die erfassen das Merkmal nicht. Und selbst bei Jim wird auch bei den Schulformen Förderschulen auch nicht ausgewiesen. Das heißt, man ist mehr oder weniger auf Einzelstudien angewiesen. Die einzige größere Studie, dazu, die es gibt, ist die Studie der Aktion Mensch, Web 2.0, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, die ist 2011 erschienen. Die beschäftigt sich damit, wie Menschen mit Behinderung die Möglichkeiten des Web 2.0 nutzen, auf welche Barrieren sie da stoßen und ob sie Strategien haben, Barrieren auch zu umschiffen. Das ist eine Mischung aus Experteninterviews, Gruppendiskussionen und einer Online-Befragung gewesen. Da haben sich auch sehr viele Leute daran beteiligt, sind ungefähr 680, rund 700 Befragte. Man muss aber auf jeden Fall sagen, es sind tatsächlich nur die befragt worden sind, die schon drin sind, sozusagen. Also es gibt keine, wir können da keine Aussage darüber treffen, wie viele Menschen insgesamt mit Behinderung Medien nutzen. Man kann aber sagen, wenn der Zugang erlangt wurde, dann werden digitale Medien auch durchaus sehr aktiv genutzt. Und die Nutzungsdauer der Mehrheit der Befragten war im Durchschnitt auch höher als die damals der Gesamtbevölkerung. Also wenn Sie das erkannt haben, was für Möglichkeiten das Internet für Sie bietet, nutzen Sie das auch sehr aktiv. Die waren zum Teil auch sehr gut ausgestattet, hatten eine hohe Kompetenz bei der Mediennutzung. Ich weiß auch nicht, warum man das immer selber macht. Das war das eine Ergebnis. Das wird manchmal tatsächlich falsch dargestellt, indem gesagt wird, tatsächlich Menschen mit Behinderung nutzen insgesamt sehr aktiv das Internet. Das glaube ich nicht, dass man das so sagen kann. Aber wie gesagt, das steht auch noch aus. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, denke ich mal, das Ergebnis, das ist Menschen mit Behinderung, wer hätte das gedacht, sind eine extrem heterogene Gruppe. Also die auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse und ganz sozusagen in verschiedenen Medien auch unterschiedliche Nutzungsmotive haben. Also Menschen mit Sehbehinderungen oder blinde Menschen betonen zum Beispiel sehr stark die Informationsfunktion, die das Internet für sie hat. Und das ist für sie vorrangig. Aber auch innerhalb dieser Gruppe, die ja sozusagen vielleicht eine ähnliche Behinderungsart hat, streut das auch sehr stark. Also zum Beispiel die Aussage, dass sie auf Webseiten etwas veröffentlichen, machen vergleichsweise viele sehbehinderte Menschen, ungefähr 40%, und die Hälfte, sozusagen 20% von Blinden, also das streut auch stark. Und Gehörlose oder Menschen mit körperlich-motorischen Einschränkungen zeigen sehr hohe Zustimmung dazu, also sozusagen, oder tun vor allem auch die Kommunikationsfunktion, die das Internet hat, kann man sich, glaube ich, auch erklären, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dass das so ist. Und Gehörlose und Menschen mit körperlich-motorischen Einschränkungen stimmen auch sehr stark der Aussage zu, dass man über das Internet behinderungsbedingte Beeinträchtigungen kompensieren kann. Also das sind Daten, die sozusagen so ein bisschen das bestätigen, was ich eben im Zusammenhang mit sozialen Medien und Kommunikation über das Internet gesagt habe. Interessant ist auch, sich die Gruppe sozusagen der Menschen mit Lernschwierigkeiten anzugucken. Das ist in der Befragung die kleinste Gruppe, ist aber ganz und gar keine kleine Gruppe insgesamt. Aber ist deshalb in der Befragung die kleinste Gruppe, weil sie tatsächlich am ehesten auch zu den Offlinern auch gehört. Und diese Ergebnisse werden auch durch Einzelstudien durchaus gestützt. Das ist also eine Gruppe, die sozusagen von digitaler Exklusion bedroht ist. Das hat Gründe, die sozusagen in ihren Lebensbedingungen liegen. Also es ist wirklich tatsächlich ganz oft auch materielle Gründe, materielle Probleme. Einen eigenen Computer anzuschaffen ist relativ teuer, das ist auch selten.
Smartphone ist relativ häufig vorhanden, weil es auch so einfach und so wunderbar zu bedienen ist, aber dann immer die Prepaid-Karte dazu zu finanzieren, kann durchaus auch schon mal zu einem Problem werden. Dazu gehören die Lebensbedingungen dazu. Da hat Frau Zorn ja sehr anschaulich gestern auch was dazu gesagt, sozusagen, wenn sie im Wohnheim oder ambulant betreut irgendwo wohnen, eben nicht unbedingt immer Computer auch vorhanden und sozusagen das Umfeld ist auch nicht, also sozusagen die Mitarbeiter dort gehören auch in der Tat nicht immer zu den sehr medienaffinen Gruppen, die das erstens an Bedeutung zumessen, dem Thema, und zweitens auch selber vielleicht in der Lage sind, den Menschen da gut zu helfen. Was zum dritten Punkt führt, die Menschen brauchen eben auch tatsächlich einen stärkeren Unterstützungsbedarf, weil sie zu der Gruppe gehören, die, glaube ich, besonders mit den ständigen Veränderungen von Betriebssystemen, neue Versionen und Ähnliches zu kämpfen haben, also schwierigen Benutzerführungen. Da kann es eben sein, dass es vielleicht großartige Internetseiten oder einzelne Anwendungen gibt, aber wenn das Betriebssystem schon wieder eine neue Oberfläche hat oder sozusagen die Software sich schon wieder in einer anderen Version verändert, dass es wieder eine andere komplizierte Benutzerführung gibt, dass sie es eben tatsächlich nicht finden dabei. Und Einzelstudien haben auch gezeigt, sozusagen, dass die fehlenden Grundlagenkompetenzen dazu führen, wenn Gefahren thematisiert werden, und das passiert eben in deren Lebensumfeld, auch bei Mitarbeitern und so relativ oft, dass das sich zu einer echten Barriere entwickelt. Also die diffuse Angst, ne, beim nächsten Klicken, huch, was passiert dann, oder wenn ich mich irgendwo anmelde, was kann da alles passieren, wird eben tatsächlich, führt eben tatsächlich dafür, dass bestimmt von bestimmten Anwendungen ganz die Finger gelassen wird. Dieses Usage Gap ist auch etwas, was man zum Beispiel bei Älteren findet. Also die letzte ARD-ZDF-Online-Studie hat gezeigt, dass die älteste Nutzergruppe, ne, über 60-Jährigen, da verzichtet jeder Zweite darauf, ganz sich überhaupt Seiten zu nutzen, bei denen man sich persönlich registrieren muss, und eben auch sozusagen diesen diffusen Ängsten, was bei der jüngsten Altersgruppe ungefähr nur 5% machen. So, also diese Gruppe ist besonders davon betroffen, aber die Studie der Aktienmensch hat gezeigt, dass eben tatsächlich Sprache im weitesten Sinne oder komplizierte Angebote mit langen Texten, komplizierten Themenstrukturen eben eine tatsächlich der häufigsten Barrieren im Internet sind. Darauf zu achten, sozusagen eine einfache Sprache, einfache Benutzerführung, ähnliche, immer gleiche Benutzerführung. Das gibt es eben tatsächlich zu viel, zu wenig, und es liegt auf der Hand, dass es nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten hilft. Das ist die Anbieterseite, dazu kommt eben aber auch noch, dass die Angebote, die Zielgruppe Angebote braucht, die sie eben tatsächlich öfter und dauerhaft bei der Nutzung von digitalen Medien unterstützt, und da reicht eben nicht einfach nur einmal ein Kurs sozusagen, um dann die Leute damit alleine zu lassen. Ein ganz wunderbares Beispiel, wie gerade diese Gruppe von Menschen sozusagen adressiert werden kann und wie dies auch zur Inklusion beiträgt, ist das Pixel-Labor, was Frau Zaun ja gestern auch schon ganz kurz angesprochen hat und genannt hat. Da sind jetzt auch gerade neu die Ergebnisse der Begleitforschung erschienen, die Universität Siegen, da hat Frau Zaun ja auch schon hingewiesen, hat sozusagen das Projekt über Jahre von Anfang an begleitet und jetzt eben einen Bericht rausgegeben, wie das für Ergebnisse das zeigt. Initiiert wurde das von in der Gemeinde Leben, der Organisation von Bethel. Und Pixel heißt die Abkürzung personenzentrierte Interaktion und Kommunikation für mehr Selbstbestimmung im Leben. Und der Name sagt im Prinzip auch schon sehr viel über das Konzept. Also es ist ein ganz offener Kommunikationsort, ein Ladenlokal in Düsseldorf-Flingern, also im Stadtteil sozusagen, im Sozialraum. Das Konzept ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung voneinander lernen und gemeinsam Ideen im Umgang mit digitalen alltäglichen Problemstellungen entwickeln. Und das Herangehen ist, dass Menschen mit Behinderung eben Experten sind im Aufspüren und im kreativen Umgang mit Barrieren, weil das natürlich täglich zu tun. Und über dieses Herangehen ist eben sozusagen der Gedanke, innovative Ideen durch Inklusion zu entwickeln. Es fing damit an, dass sie von Anfang an die Klienten
in die als Experten angesehen wurden und immer in den Aufbau der Einrichtung auch eingebunden wurden, also die Gestaltung der Räume, wurde gemeinsam überlegt, wie die Möbel gebaut worden sind, der Chef ist der Designer, der Leiter, das hat viel quasi, glaube ich, mit der Art und Weise, wie das Pixel-Labor aufgebaut ist, zu tun. Das Ergebnis sind helle, freundliche Räume, sehr flexible, höhenverstellbare Möbel, die man immer zu ganz anderen Settings zusammenbauen kann, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und es ist eben eine sehr einladende und ganz stigmatisierungsfreie sozusagen Räumlichkeit, ganz und gar nicht, wie man sich vielleicht an häufigen Behinderteneinrichtungen vorstellt, aus. Die Aktivitäten stehen auf der Internetseite immer quasi in dem Kalender. Das ist das, was Sie diese Woche machen. Was machen Sie jetzt gerade? Mittwoch, Internet und Facebook ist um 14 Uhr Thema. Es gibt offene Computertreffs, Tablet-Treffen, Smartphones, es gibt Computerkurse, 14 Uhr, da sage ich gleich noch was, oder Office-Anwendungen zu E-Mails sind. Am Anfang haben Sie mehr Kurse gemacht, jetzt sind Sie eher dazu tatsächlich Treffen, bestimmte Themen zu machen, wo sich die gegenseitig unterstützen, wo Mitarbeiter eben dann, wenn sie gefragt werden, helfen, zurückhalten, sozusagen, wenn sie es brauchen, und sie versuchen eben möglichst auch Selbstständigkeit zu fördern und nicht die häufig angelernte Neigung quasi der Klienten nachzugeben, sich immer bei jedem Schritt auch immer helfen zu lassen. Weil das haben sie im Prinzip in ihren Einrichtungen oft gelernt und das ist natürlich auch eine ganz bequeme Haltung. Das Zentrum hat auch ganz schnell Ausstrahlung in den Stadtteil entwickelt, weil es eben so schön ist und einladend ist auch. Und es kam immer mehr Leute rein und sagten, oh, kann man denn hier was über Computer lernen? Und das waren auch sehr viele Senioren. Und daraufhin haben sie das Konzept entwickelt, dass sie Seniorenkurse machen, die von den Klienten, die jetzt Laboranten geworden sind, selbst gemacht werden. Einfach, weil man auch merkt, das ist eben schon gesagt, dass sie eben ähnliche Probleme und individuelle Bewältigungsstrategien haben im Umgang mit Computer, Internet und mobilen Medien. Das hat sich sehr erfolgreich, das läuft zum 7., 8. Mal diese Kurse und die Senioren schätzen es, dass die Umgebung sozusagen mit Computern barrierefrei und einfach ist, dass die Erklärungen langsam und einfach funktionieren nach dem Tempo, dass es einfach eine wunderbare Atmosphäre ist. Und für die Klienten ist es natürlich toll, auch mal eine andere Rolle reinzukommen. Es gibt Aktionstage mit Firmen, wo die durch die Stadt gehen und gemeinsam sozusagen in gemischten Grüppchen Aufgaben, die auch mit mobilen Medien, mit Fotos und Ähnlichem verbunden werden, lösen. Das wird sehr gerne gebucht von Filmen. Es gab jetzt beim Kinderkinofest in Düsseldorf ein Angebot, wo also eine Kindergruppe reinkommt, die gemeinsam einen Film gebucht haben und dann hinterher noch aktive Medien sozusagen Fotos gemacht haben, dafür T-Shirts gedruckt haben und so weiter. Und sehr aktiv, sehr guter Einstieg sind auch tatsächlich Computerspiele und ganz viel dann auch solche Retro-Videospiele, weil die sehr einfach zu bedienen sind und da man so ein bisschen auch lernen kann, sozusagen Computerbedienung, Cursor und sonst was alles funktionieren. Also es wird sehr viel genutzt. Und was das hat Frau Zorn ja eben schon gesagt, was eben tatsächlich eine ganz wunderbare Idee dabei ist, dass sie eben tatsächlich auch interdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungsarbeiter machen. Also die Experten auf der einen Seite, die Menschen mit Behinderung, die sozusagen Experten sind, Barrieren zu finden und vielleicht auch auf einfachere Lösungen kommen, als wir das kommen würden, oder unsere Lösung eben anders kritisieren, arbeiten mit Studienprojekten, mit Forschern zusammen und entwickeln eben gemeinsam einfache Lösungen, die für alle gut sind. Diese Idee, sozusagen diese Audioguides für Museen mit den farbigen Schals, hat ja Frau Zorn gestern schon erklärt. Sie haben auch relativ am Anfang zum Beispiel ein barrieresarmes Content Management System für Blogs mit einer Studiengruppe der FH für Design in Düsseldorf entwickelt, also wo sehr viel mit Symbolen gearbeitet wird, wo man eben sehr viel intuitiver arbeiten kann, als es viele andere Blog-Systeme sind. Das ist doch ehrlich gesagt das, was wir uns auch alle wünschen, nicht nur die. Das Pixel-Labor nutzen auch wir sehr viel. Dieses Knopffeld, was ich Ihnen vorhin vorgestellt habe, wurde auch mit den Laboratorien da in dem Pixel-Labor getestet. Wir haben zum Beispiel Projektstudenten, die ein Facebook-Toolbox entwickelt haben, also eine Internetseite, die in leichter Sprache einfach in Filmen und kurzen Texten erklärt, wie man sich bei Facebook anmelden kann, worauf man achten muss und Ähnliches. Das wurde auch in Zusammenarbeit mit Ihnen zum Beispiel entwickelt.
Also die Prinzipien, ne, der inklusiven Medienbildung sind also dort von Wechsellabor sozusagen handelsorientiert, lebensweltlich, interessensorientiert an den Problemen und Wünschen und Interessen sozusagen der Leute, die das nutzen, sich zu orientieren, sensibel mit den individuellen Lernvoraussetzungen umzugehen und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass sie tatsächlich in unterschiedlichen Rollen agieren, also nicht immer nur die Lerner sind, sondern eben auch als Experten angesehen werden, auch in Anleiterfunktionen kommen und der Laborcharakter. Das ist ein offener Raum, wo man hingehen kann, wo man in unterschiedlichen Settings tatsächlich gemeinsam an den Lösungen oder an dem, was die Leute interessiert, arbeitet. Und die Ergebnisse der Begleitforschung zeigen tatsächlich auch, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer quasi Wissen und Kompetenzen erworben haben, die über das, was man normalerweise erwarten würde, auch hinausgehen. Also sie haben eben auch Anleitungskompetenzen erworben, die haben Interesse daran entwickelt, auch selber eben quasi Programme einzuführen, Betriebssysteme zu installieren und Ähnliches mit Apps zu experimentieren. Und es hat auch ganz klar, es gab auch Gruppengespräche mit den Mitarbeitern sozusagen, die die Klienten auch sonst quasi betreuen, dass sie gesagt haben, dass es eben auch tatsächlich sehr stark zur Persönlichkeitsentwicklung, ne, Empowerment, wie ich das eben gesagt habe, beigetragen hat. Also eine autonome oder selbstbestimmtere Lebensweise wurde wirklich gefördert. Das hebt sich auch von etablierten Formen ab. Medien sind da, glaube ich, auch digitale Medien sind eben auch sozusagen ein gutes Mittel dazu. Eine Klientin hat zum Beispiel jetzt angefangen, einen Alphabetisierungskurs zu besuchen, weil sie einfach Interesse hat, die Möglichkeit des Internets noch mehr zu nutzen. Und ich glaube, wichtig ist eben auch, dass es sozusagen so ein Kommunikationsort mit, tatsächlich auch mit inklusivem Verständnis, das hat ja auch ganz gut geklappt. Es kommen übrigens auch andere Leute aus dem Stadtteil da rein, auch wie man das so wünscht, Familien mit Migrationshintergrund, jugendliche Kinder, die dann das nutzen und auch mit denen das zusammen machen. Also das ist ein wirklich toller, inklusiver Ort. Und ich glaube auch, gerade für diejenigen, die sozusagen von digitaler Explosion bedroht sind, Frau Zorn hat ja quasi auf den Online-Arten das mal hingewiesen gestern gesagt, welche Gruppen oder welche Faktoren sozusagen auch so dazugehören, dass die tatsächlich auch Orte brauchen, wo sie hingehen können und Personal, die sie tatsächlich und Leute, die sie eben tatsächlich auch dabei unterstützen. Das kann natürlich nicht immer so ein toller Ort wie das Pixel-Labor sein, wobei jetzt hat eins in Bielefeld aufgemacht, vielleicht streut es sich ja gerade letzte Woche auch noch ein bisschen. Aber es können vielleicht auch andere Orte sein, die solche sowas bieten, die Stadtteilbibliothek, das Jugendzentrum oder andere Einrichtungen oder sowas, wenn es eben entsprechend ausgestattet ist und so eine offene Atmosphäre gibt. Also das ist ein... Und wenn Sie nach Düsseldorf kommen, gehen Sie bringen wir hin. Das ist sozusagen, wir sind erst auch für Sie offen, wenn Sie sich anmelden, erklären Sie uns alles sehr, sehr gerne. Und man merkt sofort, dass das ein Ort von sozusagen Inklusion, von Empowerment, von einer ganz tollen Atmosphäre ist. Ja, das ist das Beispiel, was ich Ihnen unbedingt erzählen wollte. Und auch wenn es aus der Erwachsenenbildung ist, glaube ich, kommt man von Herangehen und dem Konzept auch für Ihre Sonderlänge etwas lernen. Letzter Punkt, Herausforderungen quasi von inklusiver Medienbildung, also Aufgaben sind es, ne, wenn man das so, was ich gesagt habe, zusammenfasst, ne, wir müssen Karrieren abbauen und Kompetenzen aufbauen, gemeinsam neue kreative Lösungen finden und eben sozusagen das Bild von Behinderung und Vielfalt ein bisschen erweitern. Barrieren in einem durchaus weiteren Sinne, Barrieren stehen überall rum sozusagen, in den Institutionen, in Räumen, Medien, also nicht nur technisch, in den Köpfen, wie geht es eben alle anzugehen und abzubauen. Barrieren in den Institutionen, das ist auch gestern schon ganz häufig angesprochen worden. In Deutschland funktioniert das Leben ja vor allen Dingen quasi im Bildungsleben, Bildungssystem und traditionell separiert. Sie kennen ja die Bilder, die am Anfang gesagt worden sind, Separation, Integration, Inklusion. Ich glaube, es existieren alle Modelle und im Bildungssystem ist eben oft ein Teil eben auch tatsächlich auch noch Separation, was da existiert. Man geht in verschiedene Schulen, man verbringt die Zeit, Freizeit separiert. Man hat auch unterschiedliche Schulzeiten, die es tatsächlich auch wirklich schwierig machen, zurückzukommen, zusammenzukommen. Ich war
gestern in der Arbeitsgruppe von ITZART. Die haben das sehr, sehr gut auch illustriert. Also, was weiß ich, Grundschulen, Förderschulen haben halt oft unterschiedliche Zeiten. Dann gibt es den Bus, der die Schüler abholt, sozusagen an den Schulen. Und dann sitzen sie erstmal zu Hause. Da fehlt möglicherweise, wenn sie eine Assistenz brauchen, Assistenz auch für den Freizeitbereich. Da ist es einfach tatsächlich schwierig, zusammenzukommen. Es gibt Ängste bei den Eltern und ihre Kinder auch tatsächlich sehr gut betreut werden. Ängste bei Jugendeinrichtungen, ob man die besonderen Bedarfe denn tatsächlich darauf reagieren kann, was es in schwierigen Situationen, die es möglicherweise gibt. Und in Einrichtungen und Schulen der Behindertenhilfe werden eben Technologien, wie Frau Thorn auch sagte, oft sehr stark gefordert und als assistive Technologien gesehen und wenig eben als Ausdruck, dass man sozusagen auch für Medienproduktion aktive Medienarbeit nutzen kann. Da gibt es natürlich kein Patientrezept sozusagen dafür. Man kann nicht warten, bis das Schulsystem vollständig inklusiv ist. Das Wichtige ist tatsächlich, glaube ich, tatsächlich Netzwerke zu knüpfen und Kontakte aufzunehmen. Und ich glaube, das sieht man auch hier, finde ich, an dem Programm, dass es auch von allen Seiten eine große Bereitschaft gibt, da zu kooperieren. Und da muss man einfach anfangen. Und wenn der Wille da ist, dann findet man eben auch Lösungen. Alles kann man nicht lösen von Anfang an, glaube ich. Aber man muss eben tatsächlich damit anfangen. Ups. Barrieren in den Räumen, da muss ich Ihnen, glaube ich, auch gar nicht viel sagen. Sie haben sicherlich alle schon quasi mit barrierefrei von Veranstaltungen und Räumen beschäftigt. Wichtig ist halt, sich bewusst zu machen, was da alles dran liegt. Reinkommen allein reicht nicht. Ne? Man muss, wenn man drin ist, eben dabei sein können, sozusagen. Also barrierefreie Kommunikation, Informationsaufnahme ist wichtig. Gut ausgestellte Räumlichkeiten. Denken Sie dabei nicht nur an Rollstuhlfahrer. Ne? Das ist sozusagen auch der Mangel an Lübeck. Das ist dann nur um Rollstuhlfahrer geht und nicht um andere Bereiche. Menschen mit Lernschwierigkeiten, grenzen große Raum, brauchen gute Beschilderungen, gute, klare Symbole. Informationen müssen über zwei Sinne aufnehmbar sein. KISS, Keep It Short and Simple, Visualisierung statt viel Text, leichte Sprache, zeigen statt erklären und so weiter. Man muss natürlich im Vorfeld auch davon erfahren können und erfahren, ob und inwiefern sozusagen die Veranstaltung barrierefrei ist. Und man sollte auch hinkommen können. Und bei Barrieren in den Räumen ist natürlich auch die Frage, wo macht man das eigentlich? Gibt es eigentlich einen Raum, wo alle gerne hinkommen? Also ich würde sagen, außerhalb von sozusagen so Zwangsinstitutionen wie die Schule, wo alle hinkommen müssen, gibt es wahrscheinlich nicht den Raum, wo wirklich alle zusammen hinkommen. Sie erreichen immer bestimmte Zielgruppen. Wenn sie dort hingehen, schaffen sie andere aus. Auch da nützt es vor allen Dingen, sozusagen Kooperationen zu machen und zu gucken, sozusagen Institutionen zusammenzubringen, dass sie vielleicht auch dafür sorgen, dass man hinkommt. Vielleicht auch zwischendurch mal einen ganz attraktiven, ungewöhnlichen Ort zu nehmen, wo alle gerne hinkommen würden. Theater, Museum, was weiß ich. Wo man aber eben dafür sorgen muss, dass sie tatsächlich auch hinkommen können. Barrieren in den Medien, achso, zu barrierefreien Veranstaltungen, sowas finden Sie ganz viele Informationen, Institutionen, das wissen Sie wahrscheinlich auch alles, ne? Paritätische Bundeskompetenzzentrum, barrierefrei und sowas können Sie sich umfangreich und sehr gute Broschüren auch runterladen. Zu Barrieren in den Medien habe ich schon viel gesagt, hier will ich auch nicht zu technischer Barrierefreiheit sagen, sondern eher zu Methoden der Medienarbeit. Medienarbeit ist natürlich grundsätzlich für inklusive Settings sehr geeignet. Es ist in der Regel Teamarbeit, es gibt unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Kompetenzen, die man einbringen kann. Man muss kooperieren und es geht eben nicht nur über Sprache und Text, sondern auch über Bild. Und das, ne, das ist sozusagen grundsätzlich geeignet. Das gelingt besonders gut, wenn Sie sozusagen diese Prinzipien nicht beherzigen, kreativ empfinden von Lösungen, flexibel, individuell die Methoden, anschaulich und variabel in den Erklärungen. Kreativ empfinden von Lösungen sind Sie, glaube ich, als Medienpädagogen nicht per se, aber in der Regel, sage ich mal, man braucht nur den Medienpädagogik-Praxisblog sehen und da lesen, den kennen Sie wahrscheinlich sehr viele sozusagen, wie finde ich sie sind, wenn es neue Apps, neue Technologien gibt, wie man die eben sozusagen in individuellen Settings mit Jugendarbeit einsetzen kann. Jetzt müssen Sie es also in einer noch heterogeneren Gruppe machen, aber wenn Sie einmal den Kontakt dazu gekriegt haben und wissen, sozusagen Ihre Jugendlichen kennen, dann fallen Ihnen auch da ganz bestimmt ganz wunderbare Lösungen ein. Und wenn sozusagen die Fähigkeit von Medienpädagogen mit den Erfahrungen von Leuten,
Schleswig, Oswalder Schulen aus Behinderteneinrichtungen zusammenkommen, kommen da, glaube ich, ganz, ganz wunderbare Lösungen raus. Sinnvoll ist es bestimmt, sich da an dem Universal Design of Learning sozusagen an den Prinzipien zu arbeiten, genauso wie es im Universal Design gibt es auch sozusagen so Prinzipien, die sich eben mit dem Lernen für alle möglich ist, beschäftigen. Also alle müssen Informationen aufnehmen können, Informationen anschaulich darstellbar, verschiedene Arten und Weisen anbieten. Ne? Zwei Sinn habe ich schon gesagt, erklären, vielleicht lieber vormachen als erklären, nicht zu kompliziert machen, ist der andere Punkt. Alle müssen sich aktiv arbeiten, müssen aktiv arbeiten können und sich Ergebnisse erzielen können, also verschiedene Handlungs- und Ausdrucksmöglichkeiten finden, die Rollenvielfalt, die eben viele Medienprojekte bieten, auch tatsächlich ausnutzen. Was ich gehört habe, verfügen oft über eine sehr ausdrucksstarke Mimik und Körpersprache, das kann man vielleicht vor der Kamera nutzen. Rollstuhlfahrer, das habe ich hier schon in mehreren Projekten gehört, das habe ich aber auch in anderen Zusammenhängen schon öfter gehört. Rollstuhlfahrer können natürlich sehr gut bei Kamerafahrten und Ähnliches, das genutzt werden, gemeinsam oder alleine, je nachdem, wie die Möglichkeiten ist. Das sind natürlich nur irgendwie sozusagen Anhaltspunkte, in welche Richtung man gehen kann. Sie werden hoffentlich nicht auf die Idee kommen, immer bestimmte Behinderungsraten auf irgendwelche Rollen und Aufgaben festzunageln, sondern tatsächlich auf individuelle Stärken zu gucken. Aber eben auf Stärken und nicht auf Defizite. Wenn Sie in so einer, das machen Sie aber ja auch schon als Behindertenpädagogen. Hier haben Sie es tatsächlich nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit einer tatsächlich größere Breite an Mobilität zu tun und möglicherweise mit einer Zielgruppe, in die sie sich noch gar nicht reinversetzen können, weil sie eben im Alltag gar keine Erfahrung damit haben. Wenn sie die aber erstmal kennen, dann werden sie ganz schnell auf Lösungen kommen. Auch da zum Beispiel bei Itzart gestern in der Arbeitsgruppe haben die das ganz wunderbar erklärt. Es ist tatsächlich, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, gar nicht so schnell schwer. Und alle Aktivitäten müssen als positiv und motivierend erlebt werden. Ne? Also Niedrigschwelligkeit, Lebensweltorientierung, auch das ist etwas, was Sie natürlich, was sozusagen Ihre Praxis ist, was Sie sowieso schon umsetzen. Also sensibel zu sein, ne? Was Menschen bewegt und sie interessiert, das können Sie. Und das heißt natürlich auf keinen Fall, dass Menschen mit Behinderung sich immer mit dem Behindertwerden auseinandersetzen werden, genauso wie Sie nicht immer zum Migrationshintergrund oder Geschlecht oder sowas thematisieren. Aber ich glaube, das haben Sie auch schon ein Gefühl und das wissen Sie. Auf Beispiele verzichte ich, weil da haben Sie ganz viel schon gehört auch und ganz viel in den kleinen Arbeitsgruppen und Workshops auch gesehen, da werden wir heute ja nochmal Beispiele finden. Ich möchte sie aber auch, genauso wie Frau Zorn, ich möchte es aber nochmal wiederholen, weil es eben wirklich sehr, sehr sinnvoll und sehr gute Informationsquelle ist, eben das NIM, das Netzwerk Inklusion und Medien, das eben in NRW entstanden ist. Die Methodenkarten hat Frau Zorn ja gestern schon hochgehalten. Das ist eben eine, da habe ich jetzt gerade auch bei dem letzten Teil sehr stark darauf zurückgegriffen, auf die Tipps, die aus dem Material auch kommen. Das ist eben ein Projekt der LAG Lokale Medienarbeit NRW zusammen mit der Technischen Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft, die wir gestern auch schon kennengelernt haben. Und das Ziel ist eben tatsächlich, Akteure miteinander zu vernetzen. Ein Herzstück sind interdisziplinäre Weiterbildung, Berufsbegleitende, die ein Jahr dauern. Ziel ist es immer, dann ein Medienprojekt auch selber durchzuführen, das auch abzuschließen und das wird dort eben auch dokumentiert. Die Methodendaten sind viel von diesen Projekten auch entstanden und das wird eben auch im Internet dokumentiert. Also da haben Sie wirklich eine große Fundgrube an Ideen, wo Sie auch mal reingucken sollen. Und es wird dadurch auch ein Netzwerk von sogenannten Inklusions-Scouts aufgebaut, die als Berater fungieren. Sind Sie auch? Bist du auch? Ne, Frau Wehr, die heute auch schon gleich nochmal in Deutschland ist, hat diese Weiterbildung gemacht, auch zum Beispiel einer von diesen Inklusionsfrauen. Und die Weiterbildung ist nicht auf NRW beschränkt, sie findet aber in NRW statt, das muss man sagen. Aber man kann sich auch so anmelden, man muss dann halt ab und zu nach Nordrhein-Westfalen reisen. Und das kann ja auch ganz schön sein, dann geht man im Gipfellabor vorbei. Überhaupt. Genau, das war alles zu dem. Achso, und es gibt auch eine Facebook-Gruppe, da sind viele schon Mitglieder
vielleicht manche auch nicht hier, die Gruppe inklusive Medienarbeit, da kriegen Sie dann immer Tipps. Und die letzte Barriere ist die in den Köpfen. Da hätte man natürlich auch mit anfangen können, dass die erste Barriere ist, wie viel verhindert. Und es schließt auch den Kreis sozusagen zu den Institutionen. Das hängt eng zusammen. Die Barrieren existieren natürlich in allen Köpfen von allen Beteiligten und mit oder ohne Behinderung, weil wir eben tatsächlich im Alltag wenig viel Erfahrung mit realer Vielfalt haben, mit großer Vielfalt haben sozusagen. Das gilt eben auch für Menschen mit Behinderungen, die gerade in der Schulzeit, ein großer Teil von denen ist in der Schulzeit eben auch immer in der Schule mit Menschen, mit Mitschülern sozusagen, die auch behindert sind, immer mit geschultem Personal. Oft, also wenn Sie mal in einer Förderschule waren, das sind oft ganz tolle Einrichtungen sozusagen, das ist natürlich auch eine sehr schöne Atmosphäre, da kann es natürlich auch für die eine Würde sein, traue ich mich jetzt eben aus dieser schönen, behüteten Atmosphäre raus und gehe eben in ein Angebot für alle. Und es kann aber natürlich auch eine Barriere in den Köpfen sein, die Ansprüche zu hoch zu schrauben, was denn tatsächlich alles erfüllt sein muss, bevor man anfängt, sich sozusagen inklusive Medienarbeit zu betreiben und sich eben auf eine unbekannte Zielgruppe zuzugehen. Offenheit, Flexibilität und Wissen sind da, denke ich, drei wichtige Punkte, die helfen, Barrieren abzubauen. Auch hier greife ich auf die Erfahrung aus dem Projekt von Nimden, also inklusive Medienarbeit, viel zurück. Sozusagen die Inklusion beginnt mit dem ersten Schritt, logischerweise. Dazu gehört natürlich erstmal, sich selber darüber klar zu werden, wollen es alle, gibt es eine Bereitschaft, was gibt es für Ängste, wie ist die Einstellung dazu, wie ist die Zugänglichkeit von Orten und Informationen. Und dann ist es eben wirklich ganz entscheidend, dass Sie Netzwerke knüpfen, wenn Sie viel Erfahrung mit der Arbeit mit Menschen mit Behinderung haben, gehen Sie auf die Leute zu, die viel Erfahrung mit kultureller Medienarbeit haben, wenn Sie sozusagen kulturelle Medienarbeit haben, gehen Sie auf die Institutionen zu, die Erfahrung haben mit der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Das Bennohaus in Münster ist auch sozusagen ein Ort, die sehr viele Erfahrungen haben, der Katz kam ja auch auf der Liste von Franz Horn vor, die kooperieren zum Beispiel mit Förderschulen, die schicken ihre Medientrainer in die Förderschulen, und wo die kleinen Medienprojekte anstoßen. Und die kommen meistens zurück und sagen, war gar nicht so schwer, wie ich mir das gedacht habe. Und dann sammeln sie die ersten Erfahrungen zusammen mit Lehrern und Assistenzen, also in einem Umfeld, wo ihnen sozusagen geholfen wird. Und die Lehrer erfahren, was man als mit Medien machen kann. Also sozusagen, sie verändern, wie Frau Zorn das gesagt hat, sie verändern sozusagen beide Seiten. Dahin sammeln die natürlich eben auch Wissen. Was, glaube ich, ein bisschen Wissen ist, glaube ich, auch ganz gut aufzubauen, um eben so eine gewisse Sicherheit im Umgang quasi mit den unbekannten Zielgruppen auch zu haben. Auch das eben geschieht durch solche Netzwerke. Das Bennohaus kooperiert da zum Beispiel mit der Lebenshilfe oder mit anderen Selbsthilfevereinen, die einfach mal für einen halben Tag quasi eine Einführung geben. So ein bisschen. Quasi über Behinderungsbilder, schwierige Situationen, die eventuell auftreten kommen, wie man Leute unterstützen kann, was die Rolle von Betreuern angeht und Ähnlichem. Also sowas kann durchaus helfen, aber das Wichtigste ist, dass wir nicht anfangen, das auszuprobieren. Die Leute, die mit denen zu tun haben, sind immer so, wie sie sind und ganz individuell, dann können sie sich gar nicht 100% vorbereiten. Also Experiment starten, und Erfahrungen reflektieren und mit den Netzwerken aufbauen, fangen Sie gleich an. Ne? Dann macht dann Herr Erdl gleich, dann kann ja vielleicht auch schon tatsächlich viel entstehen. Ja. Ne? Inklusion beginnt natürlich mit dem ersten Schritt, ist aber ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist. Aber er ist, ich meine das schreckliche Politikerwort zitieren, sozusagen alternativlos, es ist gesetzlich vorgegeben und menschenrechtlich sowieso angesagt. Jo, das war's. Thank you.